Hallo liebe Zuschauer, nach langer Zeit gibt es hier wieder mal ein Video von mir auf diesem Kanal. Es geht um das kommende Apple iPhone 6 Event. Ich wünsche euch viel Spaß. So, nun an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Seit gestern sind die offiziellen Einladungen für das kommende Apple Event am 9. September 2014, also nächste Woche Dienstag, raus. Bevor ich mit euch diskutieren werde, was uns alles so erwarten sollte, erst einmal mehr zu den Einladungen. Neben dem Datum der anstehenden Keynote, welche übrigens dann um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen sollte, sehen wir auch den Schriftzug Wish We Could Say More und im Hintergrund noch ein, wie ich finde, echt stylisches Apple-Logo. Somit möchte Apple uns mit dem Schriftzug, welcher auf Deutsch so viel wie "Ich wünschte, wir könnten mehr sagen" bedeutet, natürlich auf die Folter spannen. Nun aber dazu, was uns die Gerüchteküche über das kommende Apple-Event verraten kann. Zuerst ist auf jeden Fall sicher, dass Apple das neue, schon heiß erwartete iPhone 6 vorstellen wird. Bereits seit längerer Zeit steht in der Diskussion, ob Apple nur eine Version, nämlich eine mit einem vergrößertem 4,7 Zoll Display oder auch eine weitere mit einem, wie ich finde, schon echt ziemlich großem 5,5 Zoll Display vorstellen wird. Sollten wir das größere Modell nicht schon auf der kommenden Apple Keynote sehen, wird es uns auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch erwarten. Das neue iPhone 6 wird ganz sicher auch ein neues Design bekommen. Es wird nämlich um einiges dünner und auch leichter. Insgesamt wird Apple sich hier wohl etwas am iPod Touch orientieren, so soll es dann auch abgerundete Ecken geben. Ansonsten wird es natürlich auch wieder eine verbesserte Kamera sowie einen verbesserten Prozessor im iPhone 6 geben. Der Prozessor wird wohl ein Quad-Core A8 Prozessor sein, spekuliert wird ferner noch bei einigen weiteren Neuerungen. Möglicherweise könnte NFC bald das mobile und einfache Bezahlen mit dem Handy möglich machen, LTE Advanced könnte das mobile Netz verbessern, außerdem könnten neue Display-Technologien zum Einsatz kommen, zum Beispiel nämlich auch das Saphirglas. Soviel nun erstmal als groben Überblick zum kommenden iPhone, ein ausführliches Video zu allen Gerüchten wird es dann in den nächsten Tagen noch geben. Neben dem neuen iPhone könnte uns vielleicht auch die bereits seit langer Zeit in der Diskussion stehende Armbanduhr von Apple, genannt iWatch, erwarten. Nachdem man erst von einem späteren Release-Termin ausging, wird es nun immer wahrscheinlicher, dass Apple bereits im September mit einer eigenen Smartwatch auf den noch recht jungen entsprechenden Markt einsteigen wird. Bei der iWatch dürfen wir auch auf das Design gespannt sein. Ein gebogenes und entweder 1,9 oder 2,5 Zoll großes Display soll es wohl geben. Durch die Form soll man also die Uhr perfekt am Handgelenk tragen können. Auch hier wird Apple wohl auf das besonders kratzfeste Saphirglas setzen. Die iWatch wird man wahrscheinlich auch direkt an das iPhone koppeln können. Der Fokus soll darauf liegen, die iWatch für Fitness und Gesundheit zu nutzen. Dafür soll die in iOS 8 neue App Health sorgen, welche entsprechende Werte auch festhalten kann. Was die iWatch sonst noch können wird und ob Siri unterstützt wird, ist noch unklar. Weitere Features stehen ebenfalls noch in der Diskussion, zum Beispiel etwa auf Wireless Charging, also das kabellose Aufladen mit stattdessen einer Ladeschale oder die Fingerabdruckscanner-Funktion Touch ID zum Einsatz kommen wird. Ich bin extrem gespannt, was für Features die letztendlich mit sich bringen wird und hoffe wirklich auf ein cooles Lifestyle-Produkt. Das war es auch wahrscheinlich größtenteils mit spektakulären Neuerungen. Möglicherweise könnte es ansonsten auf der Keynote vielleicht noch neue Macs oder weitere für meinen Geschmack eher weniger spektakuläre Neuerungen geben. Oder Apple hat noch etwas für eine sonstige von mir nicht bedachte Neuheit übrig. Die neuen iPad-Modelle kommen, denke ich übrigens, eher auf einer weiteren Keynote im Oktober oder November. An dieser Stelle hoffe ich, euch hat mein Video gefallen und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt doch gerne dran, um keine weiteren Videos zum iPhone 6 und so weiter mehr zu verpassen. Bis dann, ciao Leute!